Was geht ab und herzliches Willkommen zurück zu Jawa und Rashad, wieder am Start, heute in Stuttgart. Und wir fragen direkt los mit: Jungs, was würdet ihr tun, wenn in 24 Stunden die Welt untergeht? Ich würde Sachen ausrauben, ist ja klar. Du würdest sofort kriminell werden, alles was illegal ist, illegales machen. Ohne Spaß, ja. Okay, kommt dir sonst noch irgendwas in den Sinn, was man machen muss? 24 Stunden ist die Welt zu Ende. Okay, dann geht's weiter an der Reihe, der Kollege links daneben. Was würdest du tun? In 24 Stunden geht die Welt unter. Ich weiß nicht, aber ich wollte schon mal ein Flugzeug fliegen. Aber dann, ich klaue so ein Flugzeug, weißt du so. So wie ein GTA. Ohne Spaß, das ist geil. Also wie ein GTA, erstmal ein Flugzeug kidnappen. Pilot werden für kurze Zeit, wenn auch höchstens nur für 24 Stunden. Warum nicht? Finde ich cool, ehrlich gesagt. Weiter geht's. Als nächstes, was würdest du tun? In 24 Stunden geht die Welt unter. Ey, ich sag ehrlich. Will smashen. Oder? Dumm, Digga. Guck mal, erstmal alles von erstens. Erstmal Gott um Vergebung bitten, das ist das Erste, was du machen musst. Und danach schön Geld ausrauben. Banken ausrauben. Oder dumm Banken ausrauben. Erstmal mein Geld einkassieren und danach schön mein Leben genießen, die letzten Tage. Also erstmal Gott um Vergebung bitten und dann kriminell werden, dass es kracht. Okay, als nächstes, was würdest du tun? In 24 Stunden geht die Welt unter. Ali, Bro. Komm her jetzt. Okay, ich glaube zuerst meine Jungfräulichkeit verlieren. Ich glaube, das war's. Ja! Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Haben wir noch einen an der Reihe? Das dürfte es gewesen sein. Ansonsten, Jungs, Männer, wollt ihr noch irgendwas in die große weite Welt hinausschreien? Jemanden grüßen? Ja! Ja, aber Gott bless you auch. Geht beten. Geht beten, Willi sogar. Geht beten. Und ihr Host bleibt loyal. Ihr Host bleibt loyal. Latinas. Host out there loyal, bro. Bleibt praise loyal. The Lord. Halleluja. Asiaten und Latinos. Halleluja. Auf die Eins. Dieser Host bleibt loyal. Ihr wisst Bescheid, in diesem Sinne, wir sind raus.